Hallo, ich bin Denise, ich habe Chips gekauft. Vielleicht kennt ihr den ja noch und ciao. Hallo, ich bin Luca, das ist Epona und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen neuen Video hier von mir. Wie ihr wahrscheinlich schon am Titel oder an dem Intro erkannt habt, bin ich mit zwei meiner Freundinnen, die sich ja auch gerade schon vorgestellt haben, ganz kurz und knapp, zusammen zum Strand gefahren mit den Ponys und nicht zu irgendeinem Strand. Wir waren tatsächlich im Ausland in den Niederlanden und dort waren wir bei Rennesee. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, und hier haben wir auch die Ponys schon fertig gemacht. Für die war das sogar der erste große, richtige Ausflug. Und ich bin selber auch noch nie so lange Hänger gefahren. Hier seht ihr Connors seltene aktive Hinterhand, dank der Transportgamaschen. Ich wollte ihn eigentlich nur kurz vor der langen Fahrt einmal laufen lassen. Ja, dann hat er sich leider noch in den Sand geschmissen und war wieder komplett dreckig. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles ganz gut durchgeplant, Hänger vorbereitet und dann auch schon die Ponys verladen. Mit dabei war das Pferd von Luca, die beiden seht ihr hier gerade, das ist die Epona und dann gleich noch den Chips von der Denise. Und den Chips, den müsstet ihr auch noch kennen, zumindest die treuen aktiven Follower auf Instagram bei mir, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Denn der Chips war damals ein ehemaliges Brit-Pferd von mir und genau, den hat dann die Denise gekauft, richtig cool. Und deswegen hatten wir jetzt auch die Möglichkeit, alle zusammen einen Urlaub zu machen. Ja, hier haben wir auch schon den Divo verladen. Und ich finde, das auf den Hänger gehen klappt jetzt schon viel besser als beim letzten Mal. Wenn ihr euch daran erinnert, wie gestresst er war, als ich ihn nur 15 Minuten in den neuen Stall gefahren habe. Oh, das war ja Horror. Aber ich hatte auch schon, das graute mir schon vorm Auge. Aber die beiden waren tatsächlich richtig cool und entspannt. Also ich glaube, Divo hat sich von Connor ein bisschen beruhigen lassen und dann war der super chillig. Ich sehe gerade, dass Connor richtig klein aussieht neben Divo. Ein kleiner Riese, ein kleines Riesenbaby. Dann haben wir schon die Klappe zugemacht, hatten noch bequeme Outfits an für die Fahrt und dann ging es auch schon los. So, wir sind jetzt in den Niederlanden angekommen. Kann man auch schon unschwer hier an den Straßenschildern erkennen. Wir fahren jetzt noch so, ich glaube noch 2,5 oder 3 Stunden fahren wir noch. Aber die Ponys, die sind super entspannt. Also Connor schläft fast die ganze Zeit, die wimmeln wir zwischendurch noch heu, ist aber auch super entspannt. Aber Connor, guck mal, wie süß er ist. Er schläft halt mal. Hallo? Wo ist das warm bei euch? Hey, hey, hey. So, wir sind mittlerweile unterwegs. Das einzig Gute hier dran ist der Lolli. Und ich weiß nicht, ich glaube, der hat mein ganzes Vermögen gekostet an der Tagesstelle in den Niederlanden. Auf jeden Fall sind wir unterwegs. Die nächste fahren ganz nett, mein Chauffeur. Na, Spaß. Nachher muss ich wieder fahren. Die Ponys können wir hier die ganze Zeit beobachten. Ich bin ein wenig nass geworden, weil wir natürlich im strömenden Regen auf einmal die Anzeige bekommen haben, dass Öl fehlt. Also musste ich überteuert Öl holen und einen überteuerten Lolli. Ja, aber jetzt fahren wir wieder auf Kurs. Luca ist, glaube ich, schon, weil wir uns einmal mega verfahren haben, die ist schon 300 Kilometer vor uns. Aber uns interessiert es nicht. Schon im Regen. Gib einfach die Daumen, dass wir heile ankommen. Überhaupt ankommen. Das ist wichtig. So, nach knapp 6 Stunden Fahrt, was eigentlich nur 4,5 sein sollten, sind wir jetzt auch fast angekommen. Man sieht das. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da ist auf jeden Fall schon eine Menge Wasser. Wir fahren gefühlt nur durch Wasser. Oder beziehungsweise so Landdämme übers Wasser. Und wir fahren jetzt noch knapp 10 Minuten und dann kommen wir an. Luca ist ja schon angekommen vor uns. Aber ja. Schauen wir mal, wie die Wohnung ist. Erstmal laden wir die Pferde ab und dann zeige ich euch noch die Wohnung. Und dann hatten wir, glaube ich, noch vor, was mit den Pferden zu machen, oder? Wenn wir noch können. Schauen wir mal. Wir melden uns gleich nochmal. Und hier sind wir dann noch endlich angekommen, nach 6 Stunden Fahrt, was ursprünglich 4 Stunden waren. Wir mussten nochmal 2, 3, 4 Zwischenstopps machen, weil dann war das Öl leer, dann fehlte noch hier was, dann die anderen beiden Ponys haben sich irgendwie gekabbelt. Es war sehr anstrengend, aber dafür waren meine beiden Jungs wirklich, die waren so toll, die haben sich richtig gut benommen und waren wahrscheinlich auch froh, dann endlich vom Hänger runterzukommen.
Es war die längste Fahrt mit Pferden, die ich jemals hatte. Und ich war danach nervlich auch gut am Ende. Aber ich muss wirklich sagen, Hut ab an meine Ponys und dass wir das, glaube ich, auch alle zu dritt so gut gemanagt haben mit denen. Und wir dann endlich in den Urlaub starten konnten, Gott sei Dank. So, die Pferde sind jetzt in ihrer Box. Das kann er. Das ist eine nette Menge Heu auf jeden Fall. Was pustest du mich denn so an? Warum isst du das Stroh, wenn du hier Heu hast? Muss man nicht verstehen. Hier steht Divo. Divo ist auch eher lieber am Heu. Ach, am Stroh als am Heu. Was drehst du mir jetzt in deinem Popo zu? Ja, auf jeden Fall alle beide gut angekommen. So, die Ponys stehen jetzt auf dem Paddock. Wir hatten bestes Anreisewetter. Es hat im Ström geregnet, aber die beiden Pferde hier sich ein bisschen die Beine vertreten. Schöner Schweif, Divo. Sehr schön. Genau. Und ich packe jetzt mal eben meine Sachen raus. Hier, die drei stehen wie so die drei von der Tankstelle, echt. Wir sind gerade am Fertigmachen. Und ich würde sagen, ich bin die Schnellste bis jetzt. Nee, Connor, mach jetzt noch Trense drauf. Und dann geht's los. Auf den ersten richtigen Strandweg. Juhu! Freust du dich? Sieht irgendwie skeptisch aus. Guck skeptisch. Und hier haben wir unseren ersten Ausritt gestartet. Natürlich haben wir erst die Ponys ankommen lassen, sind dann erstmal zu unserer Ferienwohnung gefahren, haben uns da erstmal angemeldet und unsere Sachen abgegeben. Und dann sind wir wieder zurück zum Stall und haben dann das Gelände unsicher gemacht. Und wir hatten so Schwierigkeiten, uns zurechtzufinden, weil es echt ein bisschen schwierig war, zu verstehen, wo wir jetzt Pferde erlaubt waren und wo nicht. Keiner von uns konnte Niederländisch. Deswegen bin ich meiner Übersetzungs-App sehr dankbar. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich nie den Weg zum Strand gefunden. Und ja, wie ihr seht, hatten wir bestes Wetter. Nicht? Es hat zum Glück nicht geregnet. Wir haben uns immer die Regenpausen rausgesucht. Und windig war es trotzdem, wie ihr seht. Nichtsdestotrotz war es eine richtig schöne Erfahrung. Ich bin ja schon mal mit Connor am Strand gewesen, allerdings in Cuxhaven und da geht es ja eher so um Wattmeer. Das ist nochmal was ganz anderes, als wirklich hier in Rennesee am Strand zu reiten, wo du in die Wellen reiten kannst und kilometerweit Sandstrand hast, wo auch Pferde tatsächlich erlaubt sind. Ja, hier hatte Chips einmal Angst vor einer Pfütze und ihr müsst auch bedenken, wenn euer Pferd Angst vor Wasser hat, hat es bestimmt auch Angst vor sich bewegendem Wasser. Also Connor war das einzige Pferd von all denen, die wir dabei hatten, das auch wirklich in die Wellen sich getraut hat. Sonst die anderen beiden wollten auch nicht rein und Divo auch nicht. Aber wir konnten trotzdem alle gemeinsam am Strand entlang galoppieren und eine richtig schöne Zeit haben. Trotz des Wetters. Zwischendurch kamen auch ein paar Sonnenstrahlen raus, wie ihr auch hier seht. Und ich war wirklich wie dieses kleine innere Kind in mir. Das war so glücklich. Es war ein richtig, richtig schöner Urlaub. Und da Connor so ein Rennsemmel ist, hatte ich immer einen großen Wunsch. Und zwar wollte ich ihn mal eine Galoppstrecke komplett laufen lassen, bis er sagt, er kann nicht mehr. Und ihr könnt mir glauben, das haben wir gemacht. Die Pferde sind wirklich Kilometer am Strand. Es war halt auch ein bisschen schwierig für die Pferde, weil teilweise war der Sand echt tief. Also wenn jetzt nicht gerade Ebbe oder sowas war und man musste wirklich am Sandstrand reiten. Die hatten zu kämpfen auf jeden Fall. Und dann waren die relativ schnell platt. Aber wenn man so ein bisschen da, wo auch mal zwischendurch dann Wasser ist und es war Ebbe und der Sand war ein bisschen flacher, dann hat das auch echt gut geklappt. Also dann konnten die Pferde auch mal ein bisschen mehr Zug annehmen. Also wir sind alles gegangen, von Schritt, Trab, Galopp, Arbeitsgalopp, Fetzgalopp. Ich glaube, da war alles dabei. Und ach, es war einfach wirklich wunderschön, wirklich wunderschön. Das muss jeder, glaube ich, mal in seinem Leben gemacht haben. Und es ist gar nicht so fern der Traum. Falls ihr immer schon mal am Strand reiten wolltet, es ist umsetzbar. Lasst mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, wir haben 115 Euro pro Pferd für die Stallungen bezahlt. Natürlich müsst ihr da eure eigene Unterkunft pro Person auch nochmal berechnen. Wir hatten das jetzt so organisiert, dass wir einmal den Stall gebucht hatten und wir waren extern auch nochmal in einer Ferienwohnung. Da gibt es aber mehrere Möglichkeiten. Aber es gibt ganz bestimmte Möglichkeiten, die man sich finanziell dann auch leisten kann. Plus halt dann die Spritkosten, das sind halt so all die Dinge und Fragen, die ihr an mich hattet. Ich kann euch auch gerne mal in die Infobox verlinken, an welchem Stall wir gewesen sind,
obwohl ich den tatsächlich gar nicht so gut empfehlen kann, weil er schon sehr dressurbetont Stall war. Und dann kamen da einige Sachen nicht so gut an, wie Bodenarbeit mit dem Pferd machen. Zudem gab es da nur reine Boxenhaltung. Man konnte seinen Pony zwar mal auf den Paddock stellen, allerdings hatte man das da 10 Minuten drauf, hieß es dann schon wieder, ja, wann holst du denn dein Pferd da runter? Das haben meine natürlich gar nicht gewohnt. Also die stehen fast den ganzen Tag draußen und die wird zum Beispiel steht ja nur im offenen Stall, das heißt 24/7 draußen. Das fand ich persönlich halt ein bisschen schade. Ich denke aber, da gibt es bei Rennesee oder so noch andere Optionen. Da muss man sich vielleicht mal im Internet nochmal schlau machen. Ja, und hier bin ich mit Connor als einziges Pferd durch die Wellen geritten. Keins der anderen Pferde hat sich das getraut, obwohl die alle Wasser mögen an sich und auch wohl in den See gehen. Aber die Wellen waren dann einigen Pferden nicht geheuer. Und ich war selber sehr positiv überrascht, dass Connor da so mutig war dabei, dass der eigentlich so ein kleiner Angsthase ist. Es war auf jeden Fall richtig toll und es hat mega viel Spaß gemacht. Und es ist eine Erfahrung wert, mal mit dem eigenen Pferd zum Strand und im Meer zu reiten. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wir sind jetzt gerade am Strand lang geritten und haben jetzt hier noch diesen wunderschönen See gefunden. Connor ist völlig fertig. Es war wirklich schon immer ein Traum von mir, den mal so lange laufen zu lassen, bis er selber keine Lust mehr hat. Und ja, ich glaube, das haben wir geschafft. Ich glaube, alle haben es geschafft. Ja. Schön hier. Wirklich schön. Das ist keine menschliche Seele, aber ein mega schöner See. Ja, und hier waren wir noch an dem See und das war richtig cool. Da war kein anderer Mensch. Es war so ruhig. Und dann habe ich noch probiert, ob das Salzwasser ist. Aber es war Süßwasser, also konnten die Pferde auch beruhigt daraus trinken. Ansonsten war das auch schon so unser erster Tag. Erster und zweiter Tag war das, glaube ich. Und Divo bin ich dann auch noch in der Halle ein bisschen geritten, damit er auch noch ein bisschen seine Füße vertreten konnte. Und ansonsten hoffe ich wirklich, euch hat das Video gefallen. Das ist jetzt nur der erste Teil. Es kommen wahrscheinlich 2 Teile oder vielleicht sogar 3. Wir haben auf jeden Fall eine Menge mitgefilmt und auch viele Fotos gemacht. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, schaut auch gerne nochmal auf Instagram vorbei. Vielleicht mache ich auch nochmal einen TikTok, da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, auch über euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt über diesen Urlaub, ob ihr das jetzt auch mal nachmachen möchtet oder ähnliches, Informationen möchtet, dann schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, genau, Feedback. Freue ich mich immer drüber und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns dann in dem nächsten Video wiedersehen. Ja, bis dann. Ich freue mich. Ciao.